So, diese Dreckshure. Jetzt ist der Motor gemacht gewesen. Haben wir ja mitgekriegt alles. Ich bin jetzt gefahren, ich habe den Tacho nicht auf Null gestellt, 160 Kilometer. Und eben habe ich sie gerade mal hier so Berge ein bisschen hochgefahren. Habe ich schon gemerkt, wie die bei dem luftgekühlten Motor halt, wie die Kolberringe so ein bisschen geklappert haben. Wir haben auch hier im Wald sehr viel Sauerstoff, also es ist eigentlich relativ sauerstoffreich. Da überhole ich gerade einer. Und in dem Moment, wo ich da gerade vorbei bin, macht es Motor fest. Und jetzt stehe ich hier. Und lass mich abholen. Der Tag, wo der Herr Truschel stehen geblieben ist mit dem Motorrad. Und quasi. Weiß jetzt nicht, was da genau dahinter steckt oder was passiert ist. Auf jeden Fall macht er immer die coolen Sprüche. Und jetzt ist er selbst mal angewiesen auf Hilfe. Freue ich mich immer so ein bisschen heimlich. Ne? Sonst verteilt er immer die Sprüche und so. Alles cool, nicht so anstellen und so. Ich glaube, jetzt hat er selbst schlechte Laune und steht halt da. Mal sehen, was das gibt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann. Stehen geblieben. Yes. Schlecht Laune. Ja. Da steht der Herr Truschel. Motor ist fest. Angewiesen auf andere. Los, fahr mal ein Stück vor. Ja. Er bemüht sich noch gut drauf. Sehr gut. Ich hab gedacht, deinen YouTube-Fans könnten wir auch mal zeigen, wenn du in der Scheiße steckst. War jetzt mal so meine Idee. Das musst du jetzt filmen, oder was? Ja, machst immer coole Sprüche auf den Videos. Die sollen mal sehen, wie es in Wirklichkeit aussieht. Ich habe einen anderen vertraut da, so einen Yamaha-Super-Spezialist. Jetzt bin ich mit dem Motorrad gefahren, 160 Kilometer. Überhole hier gerade so ein Osterhaus mit einer Harley. Und ich war noch nicht richtig vorbei, noch keine 100 Meter. Weil man hat gleich die Hände an der Kupplung, weil das hat mir mein Papa schon früher erklärt. Immer wenn diese scheiß Dinger festgehen, gleich die Hände an der Kupplung. Bevor sie die Finger immer an der Kupplung halten. Na, jetzt stehe ich hier. Aber zum Glück gibt es hier den rote Superbike-Box-Bus. Komm, film den auch mal. Und zum Glück gibt es mich. Genau. Um mich mal selbst zu loben. Genau, hast du dich mal drauf auf dem Foto, damit sie auch sehen, wer du bist? Ich kenne dich ja. Das ist das Mädchen, weißt du, die immer die schnelle Kaffee-Resort fährt. Aber vier Tage da. Wir kriegen das schon hin. Ich habe jetzt die Schnauze voll mit dem Dreckding. Ja. Tschüss, mach aus. Tschüss. Spaß auch. Passiert. Schiebst du hin? Ja. Ja, nicht erst, wenn ich da oben bin. Ach, Drecksuhre da. Gut, mein Job ist hiermit erledigt. Ich lasse den Herrn Truschel jetzt allein. Wahrscheinlich. Viel Spaß. So, ich habe jetzt den Zylinderkopf runter gemacht, die Lichter, sieht sauber aus, gell? Aber nur aus dem einen Grund, weil ich sofort den Hahn zugemacht habe, das ist die Kerze, guckt euch das Traumstück an, die sind mal komplett weg, das ist die Kerze vom linken Zylinder, Kerzebild einwandfrei, schön rehbraun. Genug Öl gehabt, sage ich mal so. Und jetzt kommt's Highlight. So sieht der scheiß Kolbe jetzt aus. Hier, guckt euch das an. So ein riesen Loch innerhalb von einer Sekunde. Ich meine, ich bin ja nicht doof. Das hätte ich während dem Fahren merken müssen, dass da irgendwie was ist. War aber nicht. Innerhalb einer Sekunde von perfekt auf fest. Und ich habe jetzt zum Glück gleich die Kupplung gezogen, sonst hätte ich noch schön auf der Fresse gelegen. Na egal, das ist nicht so wichtig, aber diese Dreckshure. Ich habe mal so ein bisschen runtergefahren. Das sieht man schon hier am Zylinder. Der ist auch fertig.
Man hält immer richtig fest, das Dreckding. Scheiße. Ich habe jetzt den Zylinder ohne. Und guckt euch doch diese Zuckerscheiße an hier. Das ist doch frustrierend. Ja. Hier, das sehen wir die Laufbahn. Es ist so. Das drehen einmal rum hier. Es ist doch zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. Ich kann mich gar nicht beruhigen. Diese super Scheiße. Und unten in der Kuppelwelle ist natürlich die ganze Brocke drin. Sieht genauso scheiße aus. Kann die ganze Scheiße auseinandernehmen. Ich habe jetzt den Scheißkolbe ausgebaut. Hier keine Fressspuren. Gar nichts eigentlich. Nur oben Loch im Kolbe. Und das ist die gute Zündkerze. Es sind 8er Zündkerze drin von NGK. Und hier sehen wir die Brocke überall. Ups, jetzt ist es dunkel. Hier sind überall die Brocke hier. Verdammte Scheiße. Ich kann den ganzen Motor zerlegen. Denke ich. Vielleicht kriegst du das so raus im Staubsauger oder so. Mal gucken, ich hab echt keinen Bock hier. So, ich tue jetzt hier. Nein, mit der Hand kann ich es jetzt nicht richtig, wenn die Kamera in der Hand habe. Ich habe jetzt hier die ganze Dinge rausgeschliffen. Der Zylinder sieht jetzt wieder aus. Wir haben ihn erst gesehen. Wie neu. Perfekt. So, hier drin ist auch wieder alles frei. Hier die ganzen Löcher und alles, da ist nichts mehr drin. Das ist jetzt auch wieder perfekt. Das habe ich ausgespült. Da ist gar nichts mehr, das ist picopago. Und mit dem Staubsauger war ich dran und habe alles mit Benzin ausgewaschen. Das Ding sieht da unten drin jetzt aus wie neu. Ich baue das Ding wieder zusammen. Man sollte ja bei der ganzen Scheiße da noch Humor behalten. Es ist jetzt Samstagabend, warte mal, wir gucken mal auf die Uhr. 18.15 Uhr. Ich habe das Ding jetzt zerlegt, wie wir gerade gesehen haben. Und ich baue es jetzt nicht mehr zusammen, weil das mache ich morgen. Ich habe mir jetzt ein Hochschiff aufgemacht. Das ist die Rettung. Das Hochschiffbräu ist einfach zum Beruhigen. Und da trinke ich jetzt eine Flasche. Und dann fahre ich heim. Prost. Ich meine, ich bin ja nicht blöd, ne? Ich habe schon, da war ich ungefähr 12, 13, da habe ich schon Motorrad gefahren. Und mein Vater hat immer gesagt, der vorsichtige Finger, immer der Finger an die Kupplung. Das mache ich ja heute noch so. Und das Ding, ich habe es ja erst, glaube ich, schon mal erwähnt, ich erzähle es halt noch einmal. Ich habe diesen Harley-Fahrer da halt überholt, der ist mit 120 gefahren, da gehe ich da schon schön an vorbei, der, ja geil. Vielleicht waren es 100, 200 Meter. War da schön auf Gas. Aber es war nicht hoch da. Ich war bei ungefähr 6000 Umdrehungen, 6,5. Und ziehe halt so weiter auf. Und auf einmal merke ich, wie. Nur so ganz kurz so. Und da habe ich schon gemerkt, da hatte ich die Hände schon an der Kupplung, also gezogen. Der Kolben hat gar keine Zeit gehabt, dann noch zwei, dreimal runter zu gehen. Das war so. Fort habe ich die Kupplung gezogen. Da ging es dann schon aus. Rausgerollt. Ja gut, die Scheiße habt ihr eben gerade gesehen. Ich habe jetzt alles vorbereitet. Jetzt nochmal so die Zündkerze ins Bild legen. Ne? Guckt euch die Scheiße an hier. Das passiert innerhalb, die lief einwandfrei bis zu dem Punkt. Innerhalb von, kannst kein begreifen. Auf jeden Fall, ich habe noch einen Kolbe da. Und den Zylinder habe ich auch alles picopaco sauber gemacht und ausgespült, das Auto ist alles, also da bin ich mir sicher, das ist alles gut. Und morgen ist Sonntag. Und da hebe ich meinen Arsch halt morgen früh hoch. Lass die Mädchen daheim noch schlafen. Und dann baue ich das Ding zusammen und dann bringe ich frische Brötchen mit und dann mache ich Frühstück. So ist der Plan. Ich mache das Ding jetzt aus, weil ich labere jetzt einfach schon zu lang rum hier. Das geht mir jetzt auf den Sack. Wie viel haben wir denn? 20 nach 6.
Mein Hochstift habe ich auch noch nicht angepackt. Also bis dann, tschüss. Morgen geht's weiter. So, Sonntagmorgen. Jetzt wird das Ding zusammengeschraubt. Alles klar. So. Bevor wir die Kundenbolz hier reinkriegen. So. Hier der Clip. Das war die Schwierigkeit. Der ist jetzt drin, habe ich jetzt. Da haben wir jetzt die Finger von Bohr dabei. So, jetzt kann es weitergehen. So, die Fußdichtung sitzt. Gut. Boah, der Zylinder sitzt drauf. Das war jetzt echt ein bisschen Action. So, der Kopf haben wir ja gestern schon gesehen. Der ist picopaco sauber. Zum Kälzgewinde kann ich nochmal durchblasen. Wasser wieder drauf, auf die Schelle. Motivation ist ja, dass ich das Ding noch vom Frühstück drauf habe. Na komm. So, ich mache jetzt mal andere Kerze rein, die einen anderen Wärmewert haben. Ich mache 9 noch rein. Und wenn das Ding anspringt, dann mache ich dann alle 5 Kilometer mal die Kerze raus. Dann gucken wir den Scheiß dann erstmal an. So, mal gucken, was es sagt. Was haben wir jetzt? 9:45. Ihr habt es live gesehen, 1.3. Mal sehen, ob wir uns jetzt lieben. So, jetzt fahre ich rein, hol Brötchen und mach Frühstück. Ich fahre mit dem Ding heim, mal sehen, ob ich heimkomme. So, ich bin jetzt hier mal ganz vorsichtig mit den Drehzahlen. Mach ich noch eine Testfahrt. Qualme tut's auch. Es kommen ein paar Qualmwölkchen. Ich habe nämlich noch mal ein bisschen mehr Öl reingemacht. Ich fahre ganz vorsichtig. Jetzt fahren wir halt mal hier den Berg hoch. Sonntag ist gerettet, die Laune ist wieder da.
Brötchen liegen auf dem Tisch.